runterladen werden. Diese Subzone wäre geschafft. Ihr solltet weiter zur nächsten. Wahrscheinlichkeit von Schwarmsignalen. Bleibt ihr zu lang, erwischen euch die AKE. Hier ist ein Medkit. Ich brauche das. Bis hierher hat das gut geklappt. Dranbleiben. Gewebeproben der Archies und sie müssen weg. Mit der React-Klinge schafft ihr quasi beides in einem Rutsch. Drohne wird eingesetzt. Wenn ihr ein Aufklärungsgerät habt, benutzt es, um das Ziel zu orten.
ein Medkit. Position verschmelzen. Das ist das Ziel. Per Takedown neutralisieren. Ich lade nach. Zielposition sammeln. Eliminiere mein Ziel. Ich werfe den Köder.
Wir sind noch nicht fertig. Hier ist Munition. Drohne im Einsatz. Da ist es. Schaltet es mit der React-Klinge aus. Ich lade nach. Abgeschlossen. Klasse. Das läuft sehr gut. Macht in der nächsten Subzone so weiter. Erste Hilfe geht hier. Nachladen. Luftschleusensequenz initiiert. Luftschleusensequenz. Subzonendurchgang läuft. Archies können sich anpassen und vielleicht sogar weiterentwickeln. Dank der AKE-Stacheln. Sucht nach ihnen. Ich lade jetzt nach.
Vorwärts zur Evakuierung. Drohne einsatzbereit. Nötigen Sieg beschert. Das war gute Arbeit. Zurückfallen.
Mira arbeitete mit der DARPA an Konzepten für einen immersiven VR-Raum, der Operator auf alle Situationen vorbereitet. Das Aufkommen des Parasiten war verheerend und die schnelle Ausbreitung des Parasiten. Mira arbeitete mit der DARPA an Konzepten für ein. Auch ohne meine Tricks bin ich tödlich. Nanobots online und vollgeladen. Laut Nesterfassungsdaten befinden sich hier anomale Nester. Findet sie. Bestätigt. Спасибо. Danke sehr. Brauche Munition. Die Drohne ist aktiviert. Neu formieren, bei mir. Die Drohne ist einsatzbereit. Thank you.
Euer Ziel kann nicht weit sein. Benutzt ein Aufklärungshilfsmittel. Zerstört diese anomalen Nester. Danach könnt ihr eine Probe des bösartigen Neoplasmas entnehmen. Ich lade nach. Ich lade jetzt nach. Lade nach. Hier, etwas Munition. Nachladen hier. Munition aufgestockt.
Diesen Befehl streichen. Mehr Munition hier. Lade nach. Angegriffen. Vitalwerte kritisch. Alle Nester beseitigen, um das Neoplasma auszulösen. Lade nach.
Wahrscheinlichkeit von Schwarmsignalen. Bloß raus da, bevor der Schwarm auftaucht. Lasst es nicht darauf ankommen. Keine Nester mehr. Was ist mit der Probe? Schwarmsignale entdeckt. Übergriffsprotokolle aktiviert. Bereit machen zum Verlassen der Subzone. Trage Truppenglied. Evakuiert den Verletzten und bringt ihn zur Evakuierungskapsel. Sehr gut, so werden wir das Ökosystem der Nester besser verstehen. Verletzter wird zurückgeholt. Schwarmformationen entdeckt. Subzonenschließung bevorstehend. Nicht sie weg! Temporäre Stabilisierung. Vorsicht ist geboten. Team ausgeschaltet. Rettungstrupp schicken sofort.
Mira arbeitete mit der DARPA an Konzepten für einen immersiven VR-Raum, der Operator auf alle Leise kenne ich nicht. Unser Hauptziel ist die Rettung unseres Operators. Ich zähle auf euch. Wenn ihr Probleme mit der Zielsuche habt, nehmt ein Aufklärungshilfsmittel.
Rettet den vermissten Operator und passt auf den Akaen-Baum auf. Er wird sich wehren. Habe Munition gefunden. Werfe Rauchgranate. Auf die Ankerpunkte zielen und schießen, wenn sie aufgehen. Der Parasit lässt nicht locker. Schießt auf die Ankerpunkte und AKE-Zellen. Wir verlieren unseren Vermissten an den Parasiten. Weiter so. Der AKE-Baum lässt los. Transportiere Operator. Unser Agent ist befreit. Jetzt zur Evakuierungskapsel. Verletzten in Evakuierungskapsel legen.
Operator gesichert. Die React-Sanitäter überwachen die Genesung. Nichts mehr zu tun. Ihr könnt weiter zur nächsten Subzone. React-Ausrüstung gefunden. Ich lade nach. Ihr besorgt die Infos, die wir brauchen. Weiter zur nächsten Subzone. Nester aufspüren und mit Autoverfolgung ausstatten. React braucht den neuesten Stand zum Ökosystem des Parasiten. Es verändert sich und wir müssen dranbleiben. Drohne geht raus. Drohne aktiviert. Gesichtet. Autoverfolgung für React-Forscher platzieren.
Autoverfolgung aktiviert. Autoverfolgung aktiviert.